Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing Video von mir für euch. Heute mit dem Wireless Lavalier Mikrofon. Und zwar für unsere iPhone Freunde. Oh ja, ich bin nämlich ein iPhone Freund. Warum für unsere iPhone Freunde? Weil dieses Lavalier Mikrofon mit einem Anstecker ausgestattet ist und den nennt man Lightning Kabel oder Lightning Stecker. Das heißt, wir können es unten in unser iPhone reinrammen und dann hat es direkt eine Verbindung mit dem Smartphone. Das bedeutet Plug and Play, reinschieben, Spaß haben. Denn es verbindet sich dann automatisch, es pairt sich mit dem Receiver und ist dann bereit zum Aufnehmen. Dieses Gerät gibt es, wie ihr hier an der Seite sehen könnt, für iPhone oder für Type-C. Type-C ist also USB-C. Das bedeutet, das Gleiche kann man auch mit allen anderen da draußen machen. Ne? Type-C würde zum Beispiel für das iPad funktionieren. Es ist ein Ansteckmikrofon, es ist kabellos. Es ist ein Mikrofon mit Clip. Ne? Das heißt, ihr könnt es euch mit dem Clip zum Beispiel ans Dekolleté heften. Es ist ein Mini-Lapel-Mic für externes Aufnehmen, fürs Vlogging, für Videoaufzeichnung, für YouTube, für Facebook, für Livestreams, für TikTok, was ihr wollt. Denn es ist ganz einfach Plug and Play, das bedeutet reinstecken und spielen, sprich benutzen. Automatisches Pairing, warum? Weil die beiden Freunde sich halt gerne haben. Das Lavalier-Mikrofon benötigt keinen Adapter, keine App, kein Bluetooth, denn der Sender im Gerät selber steckt im Lightning-Port. Und die Taste des Empfängers müssen wir nur drücken, also des Mikrofons. Wir werden automatisch danach verbunden. Perfekt für YouTube, für Facebook, für Livestream, für TikTok, für Vlogging, für Interviews und andere Videoaufnahmen. Und eine überlegene Leistung und ein kompaktes Design. Die überragende Leistung werden wir natürlich gleich noch uns anhören. Das kabellose Ansteckmikrofon verfügt über einen hervorragenden Rauschunterdrückungseffekt, um externe Störgeräusche zu verhindern. 44,1 bis 48 kHz, das heißt Stereo-CD-Qualität. Es unterstützt Mehrkanal-Echtzeit-Mixing. Es ist ein kompaktes Design zum einfachen Befestigen am Hemd, an der Krawatte oder an der Tasche oder am Dekolleté. Fast keine Verzögerung, das heißt also kleine Delay, klare Voice Syncs sind möglich. Das heißt, bei der Übertragung selber haben wir dort kaum Verzögerungswerte. Dass wir null Verzögerungswert haben, das ist utopisch, weil wir ja eine Verbindung über die Luft haben. Das heißt, es gibt immer, egal wie teuer das Ding ist, eine Mini-Winnie-Verzögerung. Nur, wenn Sie schnell arbeiten, merken wir das zum Glück nicht. Und wir haben eine Geräuschunterdrückung, das heißt also Hintergrundmusik, Telefon, menschliche Stimmen werden in Echtzeit dann auch unterdrückt. Aber unsere Stimme, die in der Nähe des Mikrofons ist, wird dann angehoben und dadurch wird eine Synchronisation durchgeführt. Was ein besseres Erlebnis beim Ansehen von den Videos danach bietet, ohne dass das Video nachbereitet werden muss. Wenn ein Delay zu groß ist, nimmt man einfach, nimmt dann die Video und die Soundfiles und verschiebt sie so ein bisschen. Danach ist es wieder synchron. Also beides wäre möglich, nur das möchte man ja vermeiden. Deshalb hier kleine Verzögerung. Das Wireless-Mikrofon wird auch in einer Entfernung von 20 Metern noch immer funktionieren. Die Verbindungsentfernung, die Stabilität sind besser als bei Bluetooth-Headboards. Das bedeutet hier, wird kein Bluetooth-Protokoll benutzt, sondern es wird wohl ein Ad-Hoc-Netzwerk aufgebaut. Ne? Es ist wireless, ein Mini-Wi-Fi-Netzwerk wird aufgebaut und der Akku bietet bis zu 6 Stunden Betriebszeit. Es unterstützt das Aufladen während des Aufnehmens mit dem Typ-C-Netzteil. Alles cool. Also, ihr seht, wenn ihr unterwegs seid und keinen Power mehr habt, nehmt ihr einfach nur einen Powerbank und packt die dann ans Mikrofon mit dran und dann lädt das oder ist dann in einem gleichartigen Laderhythmus, dass ihr es immer weiter benutzen könnt. Drahtlose Übertragung bis 65 Fuß, Plug and Play, 48 kHz CD-Qualität, Auto-Voice-Sync und eine lange Laberzeit. Ganz einfach, Plug and Play, das bedeutet, den Empfänger einstöpseln im iPhone. Dann die Mikrofontaste klicken am Mikrofon.
Dann das rote Licht leuchtet. Das heißt, Verbindung erfolgreich. Yeah. Es ist kompatibel mit allen iPhones und iPads, die den Lightning-Anschluss haben. Das heißt, es funktioniert mit dem iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Pro, Max, was auch immer. iPad Air Serie, iPad Pro Serie, Moment, iPad Pro hat C, aber die normalen iPads sollten damit auch funktionieren. Okay? Wir haben eine drahtlose Übertragung bis zu 20 Metern, geeignet für Live-Übertragung im Freien. Klang kann in Echtzeit synchronisiert werden und das eingebaute Typ-C-Anschluss im Empfänger selber, mit dem wir das Telefon während der Videoaufnahme aufladen können, heißt, wir können auch unser, also das wird dann geschliffen, dazwischen gesetzt. Eigentlich kommt der Lightning-Anschluss ja zum Laden des Gerätes und zum Synchronisieren. Hier wird das Gerät dann in Reihe mit dem iPhone geschaltet. Das heißt, wir können auch dort an den Typ-C-Anschluss gehen und dieses Gerät dann sozusagen als Adapter zwischen Lightning und Typ-C benutzen. Okay? Nochmal ein Vorteil. Es ist nice für Filmmacher, für Vlogger, für Mobile-Journalisten, für Inhaltdarsteller, für Lehrer und so weiter. Es ist ein winzig tragbares, leistungsstarkes Mikrofon. Perfekt für Videoaufnahmen. Jetzt schauen wir uns an. Verpackungstechnisch sind wir hier wirklich schön am Start. Wir sehen, da ist ein Telefon abgebildet. Wir haben dort den Sender, dort den Empfänger, oder eher gesagt, dort den Sender, dort den Empfänger, so rum ist es eigentlich richtig rum, für Live-Show, für Interviews, für Vlogging und kleine Videos. Der Typ ist das K9 Wireless Microphone. Plug and Play, 20 Meter, alles klar, habe ich gerade schon alles erzählt. Es ist CE zertifiziert, FCC, es ist ROS zertifiziert, also es ist relativ unbedenklich. Wir sollten es natürlich nicht verschlucken oder nicht einfach so wegwerfen, das sollte man natürlich lassen. Ne? Allein schon wegen den Umweltschutz. So, was haben wir denn hier? So, guck mal hier, ansprechende Verpackung, wirklich sehr schön. Haben sie gut gemacht. Dann, warum auch immer, ist da immer so ein Klebezeug drüber. Lass das mal weg, das brauchen wir eigentlich gar nicht, denn die Verpackung ist doch schon Schutz genug. Aber egal, vielleicht gehört das zum Erlebnis des Auspackens wohl dazu. Gut, hier, da ist das Teil. Welches wir, upsala, sie ist so klein, meine Wurstfinger halten das kaum noch, was wir sozusagen einstecken können und dann sollte es losgehen. Dann haben wir das Mikrofon. Das Mikrofon hat hier auch noch einen Popfilter, der ein wenig die Windgeräusche etc. abhalten sollte. Und da ist auch USB-C dran. Dieses USB-C-Ding ist dafür da, um den Akku da drin zu laden. So, nochmal probieren. Mein normales USB-C-Kabel vom iPad. Oh ja, hier klappt's. So, seht ihr? Da ist rot, das heißt Betrieb. So, hier ist der Knopf, der zum An- und Ausschalten da ist. Hier ist der Clip. Damit klippen wir das schön ein. Aber wir versuchen gleich mal hier das Kabel. So, was haben wir denn noch hier hinten drin? Oh, ein bisschen Verpackungszeugs. So, weiter geht's. Oh, hier, drahtlos. Okay. Ein Mikrofon, Blitzempfänger. Ein Blitzempfänger, uiuiui. Der Blitzempfänger. So, ihr seht also hier, ist es farblich sogar abgebildet, was und wie und wo es läuft. So, jetzt gucken wir mal, ob das mitgeliefert werden sollte. Zu einem Standard. Oh, guck mal, auch mit Clip hier. Nur mal da haben sie auch einen Clip dazu gemacht. Das heißt, das Klippen oder können wir auch vernünftig hinklippen. So, das funktioniert auch. Wir haben auch alles dabei, was wir brauchen. Das Ding packen wir dann einfach in den Smartphone-Ladeadapter oder in unseren Computer und können damit den Akku hier drin aufladen. Den Empfänger oder eher gesagt, der Sender ist klar zum Aufladen. Der Empfänger hat jetzt in meiner Charge nicht so funktioniert. Ist aber jetzt auch kein Beinbruch, weil ich möchte es ja primär dafür nutzen, um von meinem iPhone aus Aufnahmen zu tätigen. Und ich muss sagen, mein iPhone ist eigentlich immer vollgeladen, deshalb ist es jetzt nicht so tragisch. So, aber trotzdem, das ist das Wireless Lavalier Mikrofon von Asarton. Und Asarton hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut geliefert. Deshalb, jetzt hören wir uns an, wie es sich anhört und wie es gepairt wird, wissen wir. Einfach reinstecken und Spaß haben. Plug and Play. So Leute, jetzt connecten wir das mal. Jetzt hört ihr noch den Sound über meine Quelle selber. Vor uns ist jetzt schon das iPhone bereitgesetzt und es ist, wie gesagt, egal welches iPhone wir benutzen, sondern es muss nur ein Lightning-Anschluss haben. Okay, lass uns beginnen. Wir packen das Teil jetzt mal hinein. Wie rum, schauen wir uns an, ist eigentlich egal, weil die Lightning-Connector haben beidseitige Freundinnen. So, anstecken und nun werden wir es verbinden. Das heißt, hier haben wir gar kein Drückteil oder so an.
Das heißt, nun gehen wir hin und werden hier eine Verbindung stattfinden lassen. Das heißt, wir drücken jetzt hier zu Verbindungszwecken drauf. Es ist am Pairen. Das heißt, hier ist es grün am Blinken und sollte eine Verbindung jetzt mit diesem Teil hier aufnehmen. Und dann können wir jetzt darüber schalten und uns dort den Sound reinholen. Auf geht's! So Leute, jetzt sind diese beiden Geräte miteinander verbunden und wir hören jetzt den Sound, den das Mikrofon nun von mir hier an meinem Dekolleté, wie ihr seht, an den Empfänger weitergibt, welcher an meinem Lightning Connector vom iPhone sich befindet. Und ich finde das eine super geile Idee, wenn man zum Beispiel einen Teleprompter benutzt, denn der Teleprompter rappt ja unser Aufnahmegerät so ein, dass die Sound besser vom externen Punkt herkommen sollte. Und deshalb eine sehr gute Alternative, vor allen Dingen auch, wenn man weiter weg ist vom Aufnahmegerät selber. So, ich hoffe, der Sound ist akzeptabel für uns alle, aber dem ist natürlich so. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.